Servusle, grüßt euch, willkommen zurück bei Dark and Light mit dem Voucher und mit dem Alderle. Wir sind ganz schwer und kräftig am Vorbereiten für den Umzug in Richtung Steingebiet. Ich nenne es jetzt mal Steingebiet, einfach für mich zur Unterscheidung. Ich hoffe, mich überrascht jetzt hier nichts. Ich habe schon wieder drei Panda getötet im Offscreen, weil irgendwie spawnen die da hinten in meinem Wäldle ganz gern. Ich brauche noch Stein, ich bin jetzt in der Richtung unterwegs, hier ist es doch meistens etwas ruhiger. Da ist noch Stein. Stein, dann bauen wir jetzt geschwind diesen einen Schmiedeofen auf. Wir besorgen uns... Ist das wieder das Schaf, das hier so durchflippt? Das haben wir ja schon mal gesehen hier, den Kollege. Da ist dieser Bug, ne? Von diesem einen Schaf. Hier, ne? Ne, diesmal ist es ein Brombeerhüpfer. War es das letzte Mal vielleicht aus? Habe ich nur vergessen. Das kann ich nicht mehr sagen. Alter Schwede. Den sollten sie ausbauen. Oh, wir sind zu schwer schon fast. Wie viel fehlt mir denn jetzt noch? Jetzt kann ich ihn bauen. Objekt herstellen... Nehmen wir einen oder machen wir gleich zwei? Hey, wir machen gleich zwei, haben wir ja hier auch gehabt. Weißt du, weil drüben müssen wir ja bestimmt auch jede Menge Material einschmelzen. Würde ich fast sagen, wir machen uns zwei Öfeln. Die nehmen wir auch mit rüber. Genau, jetzt zeige ich euch mal. Ich habe auf jeden Fall oben in der Stadt, für diejenigen, die sich wundern, dass ich plötzlich schon wieder daheim war, da habe ich Zeug gefarmt, habe Gold besorgt und habe uns entsprechend die Erstausrüstung hier aus Eisen oben gekauft beim Dicken. Und habe die schon mal im Frog eingelagert, dass wir wirklich drüben eins zu eins die Sachen haben, so gut es geht. Ich verzichte allerdings darauf, die Rüstung komplett nachzubauen. Erstens mal geht sie ständig futsch und kostet einen Haufen Material. Erstmal müssen wir uns einrichten, weißt du? So, ah ja, guck mal, er ist wieder leicht jetzt. Er ist wieder leicht, die Öfen wiegen ganz wenig nur. Wir müssen aber jetzt gleich nochmal runter. Ich will auch unten die zwei großen Beete noch bestücken, wegen den Elementargeschichten. Aber vielleicht klappt das bei mir ja auch, weißt du? So, ja, alter der Schwibi. Mein Freund, mit dir habe ich schon die meisten Sachen erlebt, jetzt wohl. So, wie sieht es denn aus, gewichtmäßig? Ja, da ist noch Platz. Jetzt hauen wir dem die zwei Öfen noch hier rein. Ihr seht, ne? Schwibbi hat auf jeden Fall unser Erstwerkzeug, inklusive diesen neuen Stab. Den habe ich auch schon gebastelt, auch hier unten sieht man. Den Stab haben wir jetzt. Dann habe ich hier die Rüstung zusammen, die wir schon gehabt haben. Dass wir drüben ein bisschen Ausrüstung haben einfach, weißt du? So, was jetzt noch cool wäre, wäre die Werkbank. Für die Werkbank brauche ich aber Kupfer und ich habe keins mehr. Das müssen wir auch noch besorgen. Sollen wir erst Kupfer besorgen? Sollen wir erst Kupfer besorgen oder sollen wir erst unten die Beete machen? Ich würde sagen, erst die Beete. Dann können die schon mal vor sich hin blabbeln. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier reinschauen. Haben wir da gar kein Kupfer mehr? Drei Stück, das ist natürlich zu wenig. Hier habe ich auch noch Ausrüstung, die repariert werden müsste. Also Kupfer brauchen wir auf jeden Fall. Das wird jetzt die Aufgabe. Jetzt haue ich das erstmal wieder hier zurück alles, dass ich schön leicht bin. Kann alles hier rein. Du kannst auch hier rein, du kannst auch hier rein. Jetzt gehen wir mal runter, gucken uns mal die Beete an. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie da der Stand der Dinge ist. Schwibbel, mein Freund, bist du gerade auf 115 hoch? Haja, was nehmen wir denn da für dich? Ausdauer, würde ich sagen, und Gewicht. So ein bisschen der Transporter. Brauchen drüben noch ein Tier, ne? Das heißt, wir nehmen auch das Zähmzeug gleich mit. Hier flitzt der Bürger rum. Ich muss aufpassen, es sind drei Panda oder runter geglitscht, glaube ich. Was ist denn eigentlich für diejenigen, die von euch schon Goblins gezähmt haben? Ich habe auch einen probiert. Ich habe dem ungefähr 24 Pfeile reingedonnert. Schön mit Abstand von ein paar Sekunden. Aber der ist mir dann irgendwann über die Klippe da oben. Hat ewig gedauert. Ich dachte schon, das muss da irgendwann mal umfallen, das Kerlchen. Kann das sein, dass man die blauen Goblins gar nicht zähmen kann, nur die grünen? Weil irgendwie hat das bei mir nicht hinkauen. Vielleicht weiß das von euch jemand, der auch schon mal einen blauen probiert hat. Oder vielleicht hat sogar jemand einen blauen. Dann hätte ich nur länger 13 Stunden. Ne? Also das Zeug wächst vor sich hin. Da ist aber noch nichts rausgekommen. Hier ist Dünger genug drin. Wir müssen nochmal großen Dünger ansetzen. Ich würde sagen, zwei Stück für jedes von den Dingern einen. Was brauchen wir denn dafür? Auf jeden Fall nochmal 100 von denen. Fleisch ist genug drin. Wir brauchen noch ganz wenig Splitter und jede Menge Gras. Das würde ich mir hier kurz besorgen. Schwipschwap, Alterle. Ich hoffe, dass hier nichts spawnt für dich, ne? So, pass auf. Das brauchen wir Splitter. Hauen wir uns hier mal die Splittermaschine kurz raus. Gibt es hier noch einen Stein? Da oben. Dann machen wir hier gleich den Stein. Und Gras. Das würde ich jetzt gerne noch anlegen, Leute. Dass das parallel schon mal seine Runden ziehen kann hier unten. Ne, ich will ja auch diese Elementargeschichte. Splitter brauchen wir jetzt insgesamt 100 Stück. Ja, ich glaube, das reicht jetzt, ne? Weil wir haben ja schon welche eingelagert unten. Renn mal noch bis zu diesem Stein. Auf dem Rückweg dann Gras. Und dann schauen wir mal, ob noch was fehlt. So, dann haben wir schon mal ganz, ganz viel Zeug, das wir drüben aufsetzen können. Ich möchte halt so gut es geht von selbstständig sein auf der anderen Seite, ne, in unserem neuen Zuhause. Und nicht hier ständig hin und her fliegen. Deswegen habe ich das schon mal so weit vorbereitet. So, noch mehr Gras, jawohl. Wir brauchen auch noch diesen Mörser.
dass wir uns drüben auch entsprechend hier die Steine malen können und so. Aber viel können wir ja auch drüben bauen. Nur ein bisschen was, weißt du? Habe ich gedacht, bereite ich schon mal vor. 400 Gras, das müsste ja eigentlich jetzt reichen. Oder? Das dürfte reichen, jawohl. Trink gleich mal, da kannst du mich hier unten auch aufladen. Trinken geht eigentlich nicht so, Alterle. Alles klärle. So, dann bin ich mal gespannt. Dann bin ich mal gespannt, wie es drüben wird. Da haben wir ja, weißt du, ich habe mir auch überlegt, wir bauen jetzt nicht von vorne die nächsten 20 Folgen drüben die Hütte auf, sondern Stück für Stück und zwischendrin werden wir sehr viel erkunden. Vielleicht finden wir noch ein schöneres Fleckle. Nicht, dass wir uns jetzt hier verbauen, weißt du? So, pass auf. Gras muss rein, Splitter müssen rein, Gras muss rein. Gras, Gras, Gras. Was fehlt denn noch? Immer noch Gras. Alter, wie viel Gras der braucht. Hier, die kannst du ja schon mal rausnehmen. Hier, die können wir ja da drüben schon mal einpflanzen. Da haben wir wieder Platz für Gras. Noch mehr Gras. Jetzt habe ich einen. Ein Objektle kann ich jetzt herstellen. Jetzt fehlt wieder. Da hätte er jetzt genug, hätte er genug. Die 100 Dinger und nochmal so eine Fuhre Gras. Das würde ich gerne noch machen. Dann hauen wir jetzt hier rein, was wir haben. Herrlich. Herrlich. Das ist so ein schönes Spiel. Was ist denn das hier? Das ist mittlerer Dünger. Kleiner Dünger. Hau ich drüben nochmal zwei kleine rein. Ja, das machen wir so. Dann haben wir hier zwei kleine. Dann hätte ich jeweils gern einen großen und einen mittleren noch drauf. Dass wir da nicht so oft her müssen. Lass mal kurz reingucken. Lalala. Was brauche ich für den mittleren? Auch nochmal das Zeug. Ja, allerhaupt, dann besorgen wir das geschwind. Das haben wir nämlich oben. Schwibbi, mein Freund. Flieg, mein Freund, wie der Wind. Ah, schön. Drüben besorgen wir uns erstmal einen Frog, dass wir da auch mobil sind. Weißt du, so ein bisschen wie ein Neustart wird es, aber kein kompletter Neustart, sondern halt... Ja, wir haben ja nur das eine Männle, sonst hätte ich gesagt, wir machen jetzt noch einen Twink. Vielleicht ein bisschen früh für einen Twink. Guck mal, hier habe ich auch eine Kiste. Die Sachen haben wir vorbereitet. Sehr schön, Kupfer holen wir auf dem Rückweg. Fahren wir die erste Runde gleich rüber. Dann brauche ich jetzt noch von diesem... Da räume ich jetzt mal die Kisten hier gleich aus, pass mal auf. Auch ein Lagerfeuer brauchen wir drüben auch. Die 49 schon mal mit. Das können wir noch durchlaufen lassen. Die Hyäne schläft. Habe ich hier noch Schwarzpulverzeugs drin? Ich weiß, es heißt nicht Schwarzpulver. Ich gewöhne mir sie irgendwann mal an, das richtig zu sagen. Hier haben wir noch 100. Dann würde ich sagen, draußen räumen wir noch auf. Hier die Dinge habe ich mittlerweile auch laufen. Drei, ja, drei ist nicht wirklich viel. Die laufen aber auch noch nicht lang. Aber dann räume ich hier erstmal das Zeug aus. Wir brauchen den Platz. Hier müsste auch drin sein. Nee, hier. Hier war ich schon fleißig im Abräumen. Ich nehme aber gleich nochmal vier Stück mit. Da müssten hier auch noch welche drin sein. Zwei. Und in der mittleren Fackel vielleicht noch zwei. Dann haben wir's. La 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 la. Super. Dann brauchen wir nur noch Gras. Das hole ich mir gleich unten nochmal. Nochmal mit dem Schwibbel runterküpft. So. Weißt du, einen Teil müssen wir ja zusammen machen an den, mit den Geschichten hier. Ich habe auch schon ganz viel zwischen den Folgen vorbereitet. So. Schwippi, Schwappi. Dich setze ich hier vorne, aber ich da das Gefühl habe, da bist du sicher. Langsam. Ja, guter. Es macht so Spaß mit dem. So, pass auf. Guck mal hier nochmal kurz rein. Da ist bestimmt auch wieder Stroh drin. Siehst du? Ein Stroh. Naja, ein Stroh. Ein Stroh ist jetzt nicht wirklich viel. Was wollte ich denn hier reinmachen? Die Geschichten? Jetzt braucht man nur wieder Gras, ne? Vielleicht flieg mal mit ihm näher hin. Das geht dann doch schneller. Kaum weicht man dann von seinem Ding ab, ist normalerweise alles. Da hinten ist jede Menge Buschzeug. So, mein Freund, hier haltest du an. Jawohl, ja. Der Papa holt Gras. So. Und los geht's. Da zittert's manchmal, wenn man anfängt, ne? Ich glaube aber, das ist, weil es dann Items generiert. Das dürfte am Code liegen, denke ich mal, ne? Das wird sich wahrscheinlich noch irgendwann beruhigen. Noch mehr Gras? Jawohl, hier noch Gras. Das Schwert müssen wir auch schon wieder reparieren. Also Eisen sollte man auf dem Rückweg mit heimnehmen. Und Kupfer. Dass wir hier wirklich vorwärts kommen. Ich gucke immer mit einem Auge. Ne? Man merkt es dann immer, wenn ich mit der Stimme so ein bisschen zerhackt rede. Dann gucke ich immer ganz exquisit, ob irgendwo ein Viechle steht und wartet, dass es mich zerfleischen kann. Hier ist noch ein bisschen, hier ist noch Gestrüpp. Ja, mach's weg, mach's weg. Wegmachen, genau. Schön aufräumen. Schwippi streckt sich durch, sehr schön. Dann geht's ihm gut. Hoppla. Wie viel haben wir denn jetzt Gras? Jo, das müsste reichen erstmal. So, was haben wir gesagt? Ein mittleres brauche ich noch und zwei große, ne? Beziehungsweise doch ein großes noch, weil eins lädt ja schon durch. Dann haben wir die Geschichte heute zusammen. Beim nächsten Mal mache ich es wieder zwischen den Folgen. Dann haben wir immer schön abwechselnd. Die brauchen auch unheimlich lange, die großen Pflanzen, bis die rauskommen, ne? Na komm, Hopfrunder. Alterle. Auch noch ein bisschen buggy.
Okay. So, Kreisle rein. Kreisle, 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 Kreisle und noch mehr Kreisle. Hier ist der große, der nächste. Jawohl, ja. Und der mittlere. Jawohl, ja. Dann läuft es hier. Dann können wir nachfüllen. So, pass mal auf. Okay, da sind wir jetzt wohl offensichtlich voll. Ja, jetzt habe ich einen Haufen Gras dabei. Das lagere ich dann oben geschwind um. Was ist denn das für einer? Ein kleiner Dünger ist da nochmal nachgekommen. Pass auf, ein Beet haben wir ja dann. Lass mich mal kurz nach den. Was setzen wir da rein jetzt? Das hier würde ich ja probieren, ne? Ackerblumensamen oder Feuerblütensamen. Wir nehmen Feuerblütensamen. Schauen wir uns mal die Feuerblüten an, ob die was werden. Was habe ich hier drin an Dünger? Die kleinen drei Stück. Da fehlt halt der große jetzt, ne? Wie viele Minuten hatten das? Steht gar nicht dabei. Vielleicht sollte ich das jetzt noch nicht angehen. Ich teile die einfach zwei, dreimal auf. Ich will es ja nur mal sehen. Hauen wir mal fünf rein. Die kriegt man ja auch ständig wieder, ne? Siehst du, das ist so wenig Dünger. 12. Das ist so wenig im Verhältnis zu hier, dass es gar keinen Timer anzeigt. 106, doch jetzt 2 Stunden. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Da muss ich wahrscheinlich nochmal her. 2 Stunden, die sind ja schneller rum, als man gucken kann. So, haut er die Beeren hier wieder rüber. Ich kann ja das Gras hier reinschmeißen, so lange. Das kann ja auch vor sich hingehen, dann habe ich halt später Stroh. So. Mist, wie lange braucht denn das? Ich hätte ihn schon gerne reingesetzt. Boah, das dauert halt nur ewig, ne? Machen wir nachher, wenn wir zurück sind. Mache ich zum Abschluss nochmal eine Runde. Man muss es halt jetzt, darf ich es nicht vergessen. Kenn mich ja. So, dann haben wir die Geschichte, ne? Jetzt pass auf, dann hau mal jetzt direkt ab. Gehen wir kurz oben ein bisschen abladen. Futtern, trinken, schauen wir, dass wir alles dabei haben. Dann rutsch mal kurz rüber. Fliegen wir mal ein bisschen weiter rechts entlang, würde ich sagen, dass wir da auch noch mal ein bisschen was gesehen haben. Dann laden wir drüben ab. Muss ich ganz kurz gucken. Hoppla. Sag mal, wieso komme ich ständig auf die Taste? Deswegen geht auch die Musik aus, wenn ich mich hier verdrück. Oftmals auch wegen dem Spiel. Jetzt habe ich vergessen, die Dinger aufzuladen. Ah, ist das böse. Essen habe ich auch nicht mehr so viel. Alles klar, lass mich überlegen. Habe ich noch irgendwas, was ich mitnehmen wollte? Haben wir noch irgendwas, was wir mitnehmen wollen? Die Kiste habe ich, die 2 Öfen habe ich, die Werkbank, da brauche ich Kupfer. Grundmaterialversorgung ist da. Ich würde einfach sagen, wir gehen so rüber. Das lade ich dann drüben aus. Ah, den Mörser wollte ich noch basteln. Kommt, den machen wir noch geschwind. Der dürfte ja nicht so kompliziert sein, oder? Hieß der Mörser? Heute habe ich es voll drauf, Leute. Der muss am Montag liegen. Jetzt habe ich auch schon die Aufnahme gerade, weil ich die Tasten hier oben bedient habe, weißt du? Da braucht man noch ein bisschen Leder. Da brauchen wir noch ein bisschen Leder. Ich darf nicht so oft aufs Öl drücken, glaube ich. Jetzt seid ihr wieder da, aber, ne? Ich habe euch weggeschalten gehabt, deswegen. Also es war nichts passiert, außer dass ich euch weggeschalten habe. Jetzt pass auf, dann müssen wir hier nochmal Leder rausholen. Lederle, dann nochmal aufs I, dann nochmal auf der M wieder Mörser. Ich muss es jetzt halt so machen. Stein, fehlt noch Stein, 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 Stein. Stein haben wir jetzt bestimmt keinen mehr irgendwo, oder? Nee, alles vermahlen. Gut, noch einmal raus, das letzte Mal. Oder ich nehme den da hinten jetzt endlich mal weg. Das stört ja doch nur. Meistens, ich habe hier auch schon gegen den Panda gekämpft. Meistens fliegen sie dann eh links runter. So, jetzt ist aber die Geschichte mit dem Mörser durch, oder? Hier ist er. Den stellen wir uns auch noch her. Dann können wir uns das auch noch herstellen, nehmen wir gleich mit rüber. Dann haben wir die Geschichten soweit erledigt. Wir können uns auch noch eine Fackel herstellen, die nehmen wir auch noch mit rüber, dass wir ein bisschen Licht haben auf dem Berg. Alles klärle! Was war da hinten? Nee. So. Wunderschön. Jetzt fliegen wir einfach so, wie wir sind, rüber. Lumlilum. Vorne können wir noch mal ein bisschen aufladen. Ich schaue gleich mal, ob grüne Goblins drüben sind auf dem Felsen. Ja, komm, einfach unterwegs sein. Genau die richtige Uhrzeit in Ferien, als ich noch ein junger Mann, hätte ich jetzt fast gesagt, als ich noch ein Kind war oder ein Jugendlicher, da sind wir mal um die Uhrzeit in den Sommerferien dann ins Bad los. Und da warst du dann den ganzen Tag im Schwimmbad. Das war schön damals. Das war richtig jupper. Jetzt pass auf. Ich würde gerne durch die Figuren durchfliegen heute. Und von dort aus dann auf unser Bergle, ne? Weil sind wir zwar schon mal in der Richtung gewesen, ich würde aber gerne mal in der Schlucht gucken, ob es da was gibt. So, erstmal steuern wir jetzt hier den Turm an. Da kann ich nämlich hier auch gleich gucken, ob mein Eisen nachgespawnt ist. Ich glaube ja, ne? Für den Rückweg, weißt du? Ja, dann holen wir uns nämlich hier unsere Metalle ran heute. Da hat es auch Kupfer. Dann kann ich es drüben für drüben lassen, weißt du? Dann brauche ich nicht drüben abfarmen für hier. So, komm, ein bisschen Stoff. Da oben kann es kurz zwischenlanden. Natürlich nur, wenn keine Jungs da sind. Hallo? Nö. Es war wohl eine einmalige Geschichte, dass die hier gespawnt sind, die Jungs. Ich hätte gern einen Goblin. Leider habe ich keinen. Da hinten sind schon die. Das sind welche, aber das sind schon wieder die blauen.
kann ja nicht so viel Pfeile verhageln, weißt du? Ich sag mal, das gehört ja eigentlich hier noch zu unserem Gebiet dazu, da vorne, ne? Dieser Berggipfel, da fliegen wir jetzt mal hin. Zeit haben wir noch. Wir sind ungefähr bei der Mitte. Ja. Da fliegen wir jetzt mal ganz kurz auf diesen Gipfel, da war ich noch nicht. Und dann ziehen wir rüber in unser neues Gebietle. Ich freue mich schon auf die Musik. Ich echt so mit der Zeit jetzt, ne? Okay. Hast du gesehen, wie sich die Felswand zusammensetzt? Da müssen sie auch noch ein bisschen was machen, glaube ich, ne? Da ist wieder ein Greif. Guck dir mal an, wie der Schwipschwapp Energie hat. Was ist denn das hier? Ah, okay, das ist so ein Kebo oder wie die hießen, ne? Waren das die? Jetzt ist er weg. Tschüss. Mach's gut, junger Mann. Was ist da oben? Das sieht aus wie eine Pflanze. Lalalala. Nee. Da hat's Frogs, Mann. Da hat's jede Menge Fröckeln. Das sieht aus wie ein Frognest oder sowas. Ich muss mal gucken, dass da Eier drin sind. Nee, ist nur eine Pflanze. Ich dachte, ich habe ein Frognest entdeckt. War da ein Elementargrad, das so ein bisschen durchdreht? Hallo? Was ist denn das da hinten? Das sieht aus wie was Großes, ne? Guck mal. Sieht aus wie ein Drache. Oh, das ist ein Drache, Leute. Dem komme ich mal besser nicht zu nah, würde ich sagen. Ei, da sitzt ein fetter Drache. Wow, Alterle. Was ein Riesenteil. Kann man die outzähmen? Ich glaube schon, ne? Gut, das werde ich mir jetzt wahrscheinlich noch nicht antun. Hast du gesehen? Ein Riesendrache hat's hier. Gar nicht weit weg von uns. Jetzt ist die Frage, ist der immer da? Boah, ist das ein Lappen. Den müssen wir auch mal irgendwann angehen dann. Da hat's jede Menge Greife. Okay. Paar Meter von daheim weg, weißt du, 40 Folgen später entdecke ich das erst. Dass hier ein Drache sitzt. Wahnsinn. Hier auf dem Bergstumpf mache ich nochmal Halt. Schön. Ich fliege ja unheimlich gerne hier so die Umgebung ab. Also, das werden wir mit Sicherheit öfters noch drin haben. Wir haben noch eine fette Map. Alter, guck mal, das ist neu. Da haben sie auch irgendwas gemacht. Das ist mir nie aufgefallen, wie sich die Berge so zusammenschmieren, dass die Texturen. Das kenne ich so gar nicht. Hast du gesehen? Wie so eine Welle geht darüber. Was ist denn hier los? Oh, ein Meteorit. Vielleicht kann ich da mal reingucken. Mal kurz abgecheckt hier. Ich glaube, wir sind allein, Alter. Alter, was machst denn du? Oh, Lego Mio, der ist wieder auf aggressiv gestanden. Guck mal, was haben wir hier? Ich muss gleich nach ihm gucken. Kommst du mal wieder zurück? Der hat jetzt alles getötet hier. Alter, du gehst mal so auf die Eier. Jetzt fliege ich hier runter und bin tot, oder? Alter, Digga. Nein. Wieso kann ich ihn manchmal mounted? Hat er mir geschwind die Viecher hier getötet? Was ist denn mit dir, Alter? Egal, wie ich ihn einstelle, er ist immer aggressiv bei mir. Da stimmt doch was nicht, oder? Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, wir haben unser erstes Element gefunden, Leute. Kann ich die Elemente dann ins Beta einpflanzen? Ich weiß nicht, oder? Oder droppen die nur als Zusatz? Alter Schwede. Ah. Und wieder alles gut, Schwipschwapp. Hast du toll gemacht. Ich bin stolz auf dich, wie du die vernichtet hast. Das fühlt sich gar nicht gut an. Ich erschrecke da immer wie so ein Tier. Schwipschwapp, gib Gas! Wir müssen entkommen. Hier wäre ein wunderschöner Felselementar. Alleine auf weiter Flur. Schwipschwapp, Schwipschwapp. War nur Spaß. Ein 12er Erdelementar. Wenn man hier irgendwo. Ah, da kommt schon das nächste Viech runtergeglitscht. Wir müssen aber jetzt auch jeden Moment mal kurz anhalten irgendwo. Hier ist ja auch cool, ne? Da wollte ich halt jetzt mal durch, weißt du? Dann können wir auf dem Rückweg auch noch ein bisschen näher ins Schneebiom fliegen. Dann haben wir schon mal so eine grobe Erkundungsgeschichte hier. Kannst du hier kurz anhalten? Da ist nämlich schon der nächste Greif, der auf dich wartet. Flieg da hoch, Alterle. Perfekt. Jetzt laden wir kurz ab. Ich hoffe, dass unser Gebiet schön frei ist. Ah, herrlich, herrlich. Das ist schön. Und da kommt noch so viel und optimiert wird es auch noch. Weißt du, das ist Early Access, 30% fertig. Das wird schon noch gut. Vielleicht haben wir ja irgendwie Glück und das kriegt die Ausmaße von Arge irgendwann.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Da vorne müsste eigentlich unser Baldachin stehen. Dim, dim, dim. Also hier haben wir zwei Melodien zum Abgreifen. Diese hier. Und dann ist drüben auf dem Berg noch eine. Wir können natürlich auch an diesem See hier gucken, ob wir unser Gärtler aufsetzen. Aber da hat es einen Haufen Bären, sehe ich gerade. Das muss ja nicht sein. So, erstmal da hoch auf das Gipfele hier. Was wir halt demnächst mal unbedingt machen sollten, Leute, ist dann hier einmal, wir fangen oben an, aus der Vogelperspektive, wenn wir uns den Wald erkunden. Und sobald wir eingerichtet sind, werden wir dann entsprechend mit der Hyäne oder so durchreiten. Weißt du, Stück für Stück uns dann da so reinleben in diese Welt hier. Also hier hat es echt jede Menge Eisen, ne? Dem sollten wir uns gleich mal merken. Guck mal, hier ist alles voll mit Eisen. Da hat es mehr Eisen, als wir tragen können wahrscheinlich. Guck mal, das ist richtig eisig. Sag mal, wo war mein Gebietle? Ich glaube, da oben ist der Baldachinle. Oh, scheiße, wir müssen runter. Nicht, dass ich wieder abmount aus Versehen. So, ganz kurz nur dich sammeln, Alter. Du weißt, hier hat es jede Menge Viecher. Da rennt ein Panda rum. Auf einmal hat es hier auch Panda. Ich mag eine Gegend ohne Panda, bitte. So, meine Freunde, Richtung, da müssen wir jetzt jeden Moment unseren Baldachin eigentlich sehen. Wenn ich nicht ganz. Wo ist denn unser Baldachinle? Alter, findest du dein Zuhause nicht mehr? Hier war doch das, oder? Das war dieser eine Berg, wo ich nicht so sicher war, glaube ich. Nee. Nee, 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 Alter, wir sind zu weit hinten noch. Wir müssen noch weiter darüber. War das da hinten? Ich glaube, auf dem Berg wollte ich bauen und von da aus habe ich den Baldachin da auch hingesetzt. Das wusste ich nicht mehr. Das wusste ich nicht mehr. Was ist denn das hier? Das sieht doch aus wie was Todes. Oh, nee, der schläft nur. Der pennt. Der pennt! Mr. Elemental macht ein Niggerle! Hier, ne? Irgendwelche Bodentiere? Nö. So, Alter, landen. Da war da drüben der andere Berg, genau. So, jetzt muss ich aber erstmal in ihn reingucken. Da stimmt nämlich was nicht. Aggression weiterleiten, zu deinem Ziel angreifen, weißt du? Das wäre ja noch okay, wenn er mir dann praktisch hilft. Was habe ich denn jetzt eingestellt? Das weiß ich halt nicht. Ich habe das noch nicht so richtig raus, ob das so stimmt. Defensive hätte ich gern. Das heißt, Free Danger muss ich einstellen, dass er Defense ist, ne? Probieren wir nochmal. So, sanftmütig, nein. Free Danger. Und danach kommt dann das, was. Oder? War das richtig, was ich jetzt gesagt habe? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Jetzt pass auf. Räumen wir erstmal hier ein, ganz gemütlich. La da di da da da. Da ist schon jede Menge Zeug drin. Dann machen wir das hier dazu. Was haben wir denn hier geholt? Lichtelementarkern. Und. Mondstein? Ein Lichtelementarkern. So, Alter, wo bauen wir denn eigentlich? Da drüben haben wir gesagt, wir sollten das alles hier verbauen, würde ich sagen. Ich setze hier mal unser Lagerfeuer hin. Mit was beheizt sich das? Holz habe ich doch hier drin gehabt, oder? So, naja, dann beheizen wir hier schon mal. Dann haben wir schon mal so ein bisschen die heimatliche Idylle. Dann richten wir die andere Kiste ein und dann passt die Geschichte. So, mein Freund, Feuer entzünden. Wir sind da. Perfekt. Naja, muss ich mal gucken, jetzt, wie wir uns hier einrichten. Stück für Stück, wenn wir jetzt halt hier vorwärts machen, dann weißt du. Was wollte ich machen? Genau, die Kiste aufsetzen, aber die habe ich, glaube ich, noch im Fröggi. Fröggel, hast du meine Kisten eingesteckt? Was? Manchmal hopfe ich einfach drauf dann. So. Nochmal runter. Ja. Hoffentlich ist der jetzt einigermaßen sanft unterwegs, der Kollege. So, pass auf. Objekt verwenden. Jawohl. Direkt nebendran gestellt erstmal. Und dann erstmal alles einräumen. Genau. Schild will ich eigentlich mitnehmen. Das will ich für drüben lassen. Das können wir alles mal hier reinmachen. Das auch, das auch, das auch. Aber wir werden wahrscheinlich. Die nehme ich mal mit rüber, die Sachen. Das sollte für hier gewesen sein. Leder kann ja auch hier sein. Stein nehme ich jetzt mit. Blumen nehme ich auch wieder mit. Denn ich habe vergessen, dass er ja auch voll ist. Mal, die Werkzeuge sind das Wichtigste, ne? Das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Ersatzstab ist wichtig. Alter, da langt mir der Platz nicht. Da langt mir der Platz gar nicht, Leute. Ich habe viel zu viel Zeug gemacht.
Tut mir leid, tut mir leid. Schon wieder alles durcheinander. So, aber das passt jetzt hier. Ja, dann nimm das Leder wieder mit. Nimm die Blume, die können wir uns hier farmen. Nimm das mit. Jetzt habe ich noch 2, 4, 5 Plätze frei. Was haben wir denn noch? Ein Platz. 2 ist wichtig. 3 wäre wichtig. 4, 5. Brauche ich noch eine Kiste? Balderle. 1, 2, 3, 4. Zeitlich sind wir noch ganz okay. So, die Kiste ist voll. Schau mal in die nochmal kurz rein. Ja, Stroh kann ich ja jetzt hier zum Beispiel mal wegräumen, ja? Stroh nehmen wir einfach wieder mit. Die nehmen wir auch mit, die braucht man nicht unbedingt. Jetzt haben wir Platz für unsere Sachen. Nämlich die zwei Sachen will ich noch hier lassen. Das Leder und die Knochen und das Fell. So, Frog ist leer. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch reinpacken und dann ist gut, dann hauen wir wieder ab. La 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 la. Ein Platz ist noch für Leder. So, Freunde der Nacht und des Tags. Wir sind auch nicht so schwer. Dann würde ich sagen, wir ziehen los. Wir ziehen los. Hier regnet es jetzt jeden Moment. Wir wollten auf dem Rückweg noch Kupfer mitnehmen, gell? Also, der ist leer, alles klar. Gewicht ist soweit okay. Ich wollte hinter diesem Berg mal entlang fliegen. Probier mal. Gut, jetzt ist es gerade ein bisschen trüb. Das müsst ihr mir verzeihen, das habe ich nicht einrechnen können. Tut mir leid. Aber ich will ja auch die Wetterbedingungen so haben, wie sie im Spiel sind. Finde ich gar nicht schlecht, ne? Dann regnet es mal, dann ist es mal trüb, dann scheint die Sonne. Das gibt ja so ein bisschen Stimmung. So, da hinten sind überall Greifen. Jetzt haben wir schon mal die ersten Dinge eingelagert. Hier rennt ein Reaper rum. Zwei Reaper. Sieht aus wie das Todesfeld. Drei Reaper gesehen gerade. Ne, hier unten. Warum sind hier so viele Reaper? Der kämpft da unten, das ist gut, dann ist er abgelenkt. Hier will ich um diesen Berg einfach mal jetzt auf der Seite rum und dann gehen wir wieder heim, weißt du? Wir sind jetzt eh am Ende der Folge. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal dann tatsächlich, ohne dass ich jetzt schon einen Plan habe. Ich weiß nur, dass wir jetzt anfangen können, denn wenn wir uns jetzt rüberporten, haben wir komplette Ausrüstung, weißt du? Ich würde fast sagen, ich habe eh nicht so viel Zeit, was vorzubereiten. Wir suchen uns hier einen Landeplatz. Dann speichere ich hier. Aber es ist schon wieder Nachmittag. Ich überlege gerade. Ich würde das ja schon gerne noch fertig mit euch angucken. Bleibt mal noch 2 Minuten. Wir sind ja eigentlich gleich um den Berg rum, ne? Ist jetzt eh nicht das schönste Wetter zum Entdecken. Hier würde ich gern kurz mal landen, dass das sich erholen kann. Oh. Da habe ich ja schon wieder ein sehr einsames Herz, wenn ich das Schaf hier oben sehe allein. Okay. Das sind die Viecher. Da kommt auch ein Greif. Alter, da unten ist voll das Gemetzel mit Elementaren. Also hier hat es viele Elementare, sollte man uns merken. Au, guck mal, der Fluss, ne? So, Leute, ich fliege uns jetzt in die alte Heimat. Wir sehen uns morgen wieder. War da dabei bei der Vorbereitung, danke ich schon mal an dieser Stelle. Und freue mich auf morgen, da werden wir wahrscheinlich dann die ersten Strukturen drüben aufsetzen, die Größe schon mal leicht bestimmen und uns dann so Stück für Stück weiter vorantasten. Das unten hat jetzt ausgesehen wie ein Walk gerade. Wie ein Werwolf-Typ. So, jetzt darf ich mich nicht mehr ablenken. Ich habe schon wieder Greifen gesehen. Bis morgen, Leute. Ich freue mich auf euch. Bis dann.